So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich habe jetzt kurz eine gute Neuigkeit. Ich habe meine erste bewusste Astralreise geschafft. Dazu mache ich aber noch ein extra Video. Heute geht es mal darum, nochmal den Stand der Dinge zu erklären, warum ich jetzt noch Internet habe. Also Internet und Telefonfestnetz wäre eigentlich jetzt zum 1. April eigentlich jetzt schon abgemeldet. Jetzt war es aber so, anscheinend habe ich doch zu spät noch kündigt. Das war jetzt noch kurz vor den Feiertagen nach Sonderkündigungsrecht. Und ja, deswegen wird jetzt wahrscheinlich nochmal einen Monat länger dauern. Ich rufe nochmal an, ich bin jetzt heute nochmal dazugekommen. Ja, das ist halt immer so ein Geschieß, ein Hackback. Also ich finde es auch blöd, diese Jahresvertragsbindungen da bei Telefon- und Internetanbietern. Finde ich ein bisschen doof. Also man sollte zu jeder Zeit rauskommen, aber so ist es halt leider. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal das eine. Ich habe aber auf jeden Fall Telefon und Internet gekündigt. Ja. Nichtsdestotrotz werde ich ja weiter Videos machen, das habe ich erklärt. Ich kann das ja bei meinem Freund dann machen, also mit dem Handy-Video und dann hochladen. Ja, das eine ist jetzt mit dem Strom. Ich habe mich jetzt auch gefreut, am 9. wäre jetzt eigentlich der Strom weg. Ja. Ich habe mir schon Sachen gekauft, also Lebensmittel wohl lang halten, wie hier zum Beispiel so Reiswaffeln. Ja, hält eigentlich lang, weil man hat keinen Kühlschrank. Also muss mal gucken, dass man sehr lange haltbare Lebensmittel sich zulegt. Katzen habe ich schon gekauft. Ja. Katzen, ja. War eigentlich schon so weit vorbereitet. Habe eigentlich alle Probleme soweit gelöst. Mit der Wäsche hätte ich so gemacht, dass ich da noch den Strom nutze. Aber meinem Vermieter dann ein bisschen Geld gebe, ein bisschen Stromgeld für die Waschmaschine. Weil von Hand waschen ist halt Wäsche doch schon auch ein bisschen arg umständlich. Ja, also ich war soweit jetzt vorbereitet. Ja, kochen hätte ich am Grill, wenn ich mal was Warmes essen hätte wollen. Oder mehr auswärts essen. Ja, also die Möglichkeit wäre gewesen, dass ich auch mal öfters mal rauskomme, dass ich nicht so viel vom Computer bin. Ich war nämlich auch schon ziemlich internetsüchtig. Und ja, von dem her, und wie gesagt, und der Hauptgrund war ja das Geldersparnis. Ich habe nämlich noch ein paar Schulden abzubezahlen und um Geld zu sparen, wollte ich einfach mal im Strom zum verzichten. Und der weitere Grund war, dass diese ganze Sache mit dem Strom im Internet und auf den Namen von meiner verstorbenen Mutter läuft. Und ich wollte es jetzt einfach mal löschen, weg haben. Und dass, wenn ich dann das wieder anmelde, das Ganze dann auf meinem Namen dann anmelde. Ja. Auf jeden Fall, jetzt war es halt ein bisschen Hickhack hin und her. Und rum und rum, und irgendwie haben sie nicht ganz kapiert anscheinend, was ich möchte. Ja, beim Internet ist klar jetzt, okay, da war jetzt vielleicht die Kündigung zu spät, aber jetzt beim Stromanbieter, da war es jetzt so, da wir haben ja gewechselt, meine Mutter und ich, und sind dann zu dem Extra Strom GmbH, Prio Strom heißt es auch, hin, um Geld zu sparen. Jetzt habe ich mich da abgemeldet und habe auch gesagt, ich will keinen Strom und meine Mutter ist gestorben und so weiter. Ja, und habe dann auch nach Sonderkündigungsrecht gekündigt. Jetzt war es soweit gut. Am 9. hätte ich raus. Jetzt ließ ich durch Zufall, dass die mich doch glatt ja ab dem 9. quasi über meinen lokalen Stromanbieter also angemeldet haben. Und das ohne meinen Willen. Also man hat eigentlich meinen Willen voll übergangen. Ja, ja. Das kann passieren, vielleicht, man kann jetzt sagen, okay, ist es jetzt, weil ich den Stromanbieter gewechselt habe. Ich meine, sagen wir mal, so einen Stromanbieter zu wechseln, ist immer eine gute Idee. Man spart Strom, man spart Geld und tut man oft auch was für die Umwelt. Jetzt war halt da das der Nachteil, dass die mir da einfach wieder an den lokalen, also den alten LEW da wieder angemeldet haben. Ja, und das ist aber ohne meinen Willen, weil ich denen gesagt habe, ich will keinen Strom, ich kann es auch gar nicht zahlen in dem Moment, also zur Zeit, also es ist unding. Ja, muss ich mal gucken, ob ich jetzt, muss ich halt LEW dann auch schreiben und sagen, hey, will keinen Strom, jetzt gucke ich mal, ob ich aus der Nummer rauskomme, ja. Aber normalerweise kann es ja, es kann ja nicht sein, dass man mich einfach beliefert, ja, obwohl ich das gar nicht will. Ja, das ist eigentlich eine Freiheit.
Ja, das ist schon komische Fürsorge. Da stand schon richtig so fürsorglich drin. Wir wollen ja, dass es keine Engpässe gibt, deswegen haben wir sie bei einem örtlichen wieder angemeldet, ja. Aber da hätte man mich ja fragen können, ja. Also, Extrastrom GmbH, das Preisstrom kann ich aufgrund dessen nicht weiterempfehlen, weil für mich ist das kein Kundenservice, also geht gar nicht, ja. Ja, jetzt muss ich ja gucken, ob ich, ja, dass ich jetzt mal aus der Nummer rauskomme, ja. Es läuft dann wieder, es läuft ja auch, vor allem läuft es dann wieder auf den Namen von meiner Mutter. Die haben mich dann auch mit Frau Braun angesprochen. Ja, hallo, Frau Braun ist schon längst gestorben, ja. Die gibt es nicht mehr. Und jetzt haben die dann quasi auch einen Stromanbieter bei der LEW, läuft jetzt wieder bei den Namen von meiner Mutter. Also wenn die so doof sind, ja, ich habe es denen zigmal erklärt, die sind anscheinend so hummeldumm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Aber wenn ich jetzt aus der Nummer nicht rauskomme, ja, dann mache ich Folgendes, dann nutze ich den Strom, ja, aber zahle keinen Cent, weil ich hab's erklärt, ich habe meinen Willen klargelegt und wenn die meinen, ich habe nichts gegen den Strom, ja klar, kann ich kochen, habe ich Licht, elektrisches Licht, ist ja nicht schlecht, ich stehe, ja, muss ich nicht immer Katze anzünden, aber nicht, wenn ich es nicht zahlen kann oder wenn ich momentan Schulden habe zum Abbezahlen, dann ist es nicht okay, ja. Und tja, wenn die so doof sind, also ich tue es dann nicht mehr lang rum. Ja, dann zahle ich halt einfach. Dann sollen sie kommen mit Gerichtsverzieher, ist mir egal. Mache Eide stattlich und fertig. Dann haben sie Pech gehabt. Ja, das Recht ist total auf meiner Seite. Ich habe mit ganzen Widersprüchen alles habe ich eingespeichert an meinem Computer. Kann das alles darlegen, was mein Wille war, ja, wie ich das haben wollte. Die haben einfach meinen Willen nicht respektiert, ja. Ich wurde quasi weiter beliefert, obwohl ich nicht will. Ja, obwohl ich eigentlich gesagt habe, was Sache ist. Ja. Und wie gesagt, und wenn das jetzt mit dem Internet und mit dem Festnetz genauso läuft, dass die auch so blöd tun und mich dann nicht rauslassen, ja, bitteschön. Wenn die meinen, dann wenn die meinen, ja, wir haben nichts dagegen. Ja, dann behalte ich es halt, dann nutze ich halt die Leistung. Aber ich werde keinen Cent dafür bezahlen. So, Pech gehabt, Idioten. Ja. Muss man schon wirklich sagen. Also sind die, ich weiß gar nicht, haben die nichts in der Birne oder was? Also, es ist ein Witz. Es ist echt ein Witz. Ja. Also, oder ist es denn so unvorstellbar, dass jemand sagt, ich will ohne Strom leben? Ist das wie die Leute so unvorstellbar, dass ich einfach sage, ich kann verzichten. Ich sage ja, ich verzichte. Ja. Und das ist auch nicht ohne Grund, ja, weil ich Schulden habe. Und da wird mir doch auch jeder Schuldnerberater doch recht geben. Wenn es sein muss, gehe ich zum Schuldnerberater. Aber das sind halt so Sachen, ich will mich da gar nicht mehr groß damit belaschen oder rumärgern. Ja, ich gehe in den Biergarten, wenn die Sonne jetzt dann scheint, dann bald die Sonne und am Arsch lecken. Ja. Lang tue ich nicht mehr rum, weil wenn die unbedingt meinen, die müssen mich beliefern, ja, bitte. Aber ich zahle keinen Cent mehr. Fertig, Pech gehabt, ja. So, aber wie gesagt, ich will ja auch nicht groß jammern. Ich wollte jetzt nur mal den Stand der Dinge erzählen, dass es eben noch hinauszögern kann, ja. Aber für euch spielt das keine Rolle, weil ich werde auch trotzdem Videos machen, ja. Ich werde euch weiterhin mit Videos beliefern und es wird gerade sehr spannend, weil ich jetzt meine erste bewusste Astralreise gemacht habe. Also, ich habe ja schon eine gemacht, also wo war unbewusst oder spontan war, wegen Herz-Kreislauf-Probleme. Dann habe ich eine Astralreise gemacht, wo sich aber herausgestellt hat im Nachhinein, das war doch eher luzider Traum, ja, weil das Setting nicht ganz so passt hat. Und jetzt Astralreise, gescheite, richtige, bewusste Astralreise, ja. Und das ganz groß, und das ganz ohne großen Aufwand. Und ich war schon fast am Aufgeben und jetzt hat es doch geklappt, wunderbar. Aber wie gesagt, damit sich die Themen jetzt nicht zu arg vermischen, mache ich daraus einfach ein neues Video. Okay, also, ich wollte es nur mal erzählen, das war mal soweit Stand der Dinge, Strom, Internet, ja. Muss man schauen, wie sich es entwickelt, ob ich jetzt da rauskomme aus der Nummer oder nicht, wird man sehen, ja. Aber ich mache mir da gar keinen großen Kopf und bleib auf jeden Fall fröhlich, munter, ja, ganz klar. Okay, also, man sieht sich. Dann würde ich mal sagen, bis denn und schönen Tag noch. Macht es gut.